Es ist ein wahrer Schock. Völlig unerwartet ist Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner mit nur 49 Jahren verstorben. Diese unfassbare Nachricht verkündete seine Agentur am Abend des 17. November auf Facebook. Darin heißt es, der Kultauswanderer sei nach kurzem, aber schwerem Kampf friedlich eingeschlafen. 2010 wagte der gebürtige Sachse den Schritt und wanderte mit seiner damaligen Lebensgefährtin Jennifer Matthias und Söhnchen Leon in das sonnige Mallorca aus. Nach erfolgreicher Boutique-Eröffnung erfolgte zeitnah aber auch die Trennung. Danach hielt er sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Auch einige Frauengeschichten folgten. Doch Daniela, die Liebe seines Lebens, lernte er dann im Sommer 2015 kennen. Im Juni 2017 gaben sie sich das Ja-Wort. Mit ihr bekam er die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani. Malle Jens war ein wahrer TV-Liebling. 2017 nahm er am Dschungelcamp teil und auch dieses Jahr war er in der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promi-Paare zu sehen. Auch als Partysänger trat er immer wieder am Ballermann auf. Allerdings folgten im Spätsommer schlimme Nachrichten. Der Reality-Star musste einige Auftritte absagen, die Diagnose Magengeschwüre. Ein paar Monate später wurde er dann in die Klinik eingeliefert. Der Zustand sei kritisch, die Familie äußerte sich nicht dazu. Nur seine Ex-Frau Jennifer wandte sich mit drastischen Worten an die Öffentlichkeit und verriet, Jens liegt im Sterben. Auch seine Promi-Freunde sind bestürzt. Frank Fußbräu veröffentlicht ein Bild und schreibt, warum? Ich werde dich nie vergessen, mein Freund. Ich werde dein Parfüm, was du mir im Sommerhaus geschenkt hast, niemals wegwerfen. Ich vermisse dich, Jens. Das darf einfach nicht sein. Warum nur du? Und Kader Loth, mit der er gemeinsam im Dschungelcamp war, kann es nicht glauben. Bin am Boden zerstört. Ich kann es nicht fassen. Werde dich nie vergessen. R.I.P. Jens hinterlässt neben den Zwillingen drei weitere leibliche und drei Stiefkinder.